Der Fiat Dino wurde als Beide und als Coupé im Zeitraum von 1966 bis 1973 gebaut. Vorgestellt wurde der Spider 1966 auf dem Automobilsalon in Turin, anlässlich des 100. Geburtstags des Firmengründers Giovanni Agnelli. Das Coupé wurde ein Jahr später auf dem Genfer Automobilsalon präsentiert. Die formschöne Karosserie wurde in der Designschmiede von Pininfarina entworfen. Eine fließend wellenförmige Seitenlinie zieht sich bis zu den tiefliegenden vorderen Scheinwerfern. Das Heck reißt stufenförmig ab und verläuft schräg nach unten. Mit den großen Rückleuchten erinnert der Fiat schon äußerlich an einen Ferrari. Spätestens wenn der kraftvolle Motor gestartet wird, kann der Fiat Dino die hochkarätige Verwandtschaft zu Ferrari nicht leugnen. Unter der Motorhaube arbeitet ein kraftvoller V6-Motor, der in der Schmiede von Ferrari entwickelt wurde. Der Name Dino stammt von Enzo Ferrari im Andenken an seinen früh verstorbenen Sohn Alfredino. Als Enzo Ferrari die Idee hatte, einen V6-Motor für die Formel 2 zu entwickeln, stand er vor einem grundsätzlichen Problem: die Homologation. Dazu mussten mindestens 500 straßentaugliche Ferraris mit dem V6-Motor gebaut werden. Diese hätte Ferrari weder produzieren, geschweige denn zum damaligen Zeitpunkt in kurzer Zeit verkaufen können. Eine Kooperation mit Fiat schien die Lösung aller Probleme. Allerdings war Enzo Ferrari ein stolzer Mann und tat sich schwer, selbst an Fiat mit der Kooperationsidee heranzutreten. Ferrari galt als völlig selbstständig und ohne fremde Gelder finanziert. Als vermittelnder Dritter kam Francesco Bellicardi ins Spiel, Besitzer der Firma Weber Capogattori. Er schaffte es, dass die Big Player Fiat-Konzernchefs Agnelli, Valletta und Ferrari an einen Tisch saßen und eine hochkarätige Kooperation begann. Fiat verbaute den V6-Rennmotor und entwickelte ihn weiter zur Serienreife. Der gezeigte Fiat Dino entstammt der 2,4-Liter-Serie, die ab 1969 gebaut wurde. Erkennbar ist diese Serie an den zwei Chromstreifen an dem Kühlergrill. Das 2418 Kubik-Triebwerk ist laufruhiger als das des Vorgängers und leistet ganze 180 PS bei 6600 Umdrehungen in der Minute. Damit erreicht der Sportler knappe 210 km pro Stunde. Der Drehmoment wurde durch die Hubraumvergrößerung deutlich verbessert und brachte mehr Durchzugsvermögen im unteren Bereich. Ein robustes Fünfganggetriebe überträgt die Kraft an die Hinterräder. Der Fiat Dino Spider lag preislich im oberen Segment und lag mit Porsche oder einem Mercedes SL gleich auf. Vom 2-Liter-Modell wurden insgesamt 1163 Exemplare gebaut. Bei den 2,4-Liter-Modellen waren es bis 1972 nur 420 Exemplare. Die Fiat Dino Spider haben unumstritten Automobilgeschichte geschrieben.